Heute sind wir für unser Interview der Woche in Jugendburg im Atelier vom freischaffenden Bildhauer Paul Mühlbauer. Danke, Paul, dass du dir Zeit für unser Interview genommen hast. Gerne. Der Grund, warum du heute in Jugendburg bist, ist eine Ausstellung Jewish Variations, der Jud am Eck, welche auch zum Programm des Jugendburger Sommers gehört. Wie ist man denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Das Thema hat sich ergeben durch meine Geschichte in Jugendburg, durch das Aufwachsen hier, durch die Familienverhältnisse zu den Nachbarn. Es war eine jüdische Familie und diese Familie hat uns eigentlich geholfen und musste dann auswandern und ist wiedergekommen. Und diese ganzen Umstände und die Geschichte, die sich daraus ergibt, haben wir hier bearbeitet. Und wie hat dann die Umsetzung funktioniert? Also welche Schritte waren nötig, damit jetzt dein Atelier so aussieht, wie es jetzt aussieht? Ja, das war eine lange Geschichte und ich habe Freunde aus Wien und aus dem Burgenland eingeladen, mit mir das Ganze zu unternehmen. Und ich bin Bildhauer, wir haben einen Maler, den Wolfgang Horvath, wir haben einen Schriftsteller und Dramaturgen, den Wagner Peter, wir haben einen Fotografen, den Chris, den Ringbauer und den Paul Gulder, der uns dann musikalisch unterstützt. Und das Gesamtthema, die Gesamtgeschichte ergibt sich durch die vielen Einzelheiten und die Vielfalt und deswegen auch Variations, Variationen. Und wie lange ist die Ausstellung jetzt hier in Jugendburg? Ja, die Ausstellung, ich glaube, die ist jetzt 2 Tage und dann noch 2 Monate bei den Stadtwerken in Jugendburg. Hier in der Ausstellung sieht man ja nur fertige Skulpturen, aber wie sieht denn der Arbeitsweg aus und mit welchen Materialien arbeitest du? Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Also ich arbeite mit allen Materialien und wichtig ist nur das Endergebnis, wie das dann ausschaut. Und bei diesem Relief aus dem 16. Jahrhundert, das in Jugendburg mitten am Hauptplatz da auf einem Haus in 3 Meter Höhe hängt, haben wir das quasi mit einem Gerüst, einen Abguss gemacht und den eben vervielfältigt und verfremdet und dem Thema entsprechend gestaltet. Das sieht man da hinten übrigens, ja. Und woher nimmst du denn üblicherweise deine Ideen und Inspiration für deine Arbeit? Das ist, Ideen ist mein Job, also ich habe nur Ideen, ich könnte den ganzen Tag Ideen haben, ja. Also fällt dir immer etwas ein und du brauchst keine künstlerischen Pausen? Nein, die gibt es ja nicht natürlich, weil ja Pause wieder zum Nachdenken ist und zum Aufarbeiten und ja. Deine derzeitige Ausstellung ist ja in deinem Heimatland. Das ist aber nicht immer so, denn auch andere Länder wie zum Beispiel Japan und die Vereinigten Staaten interessieren sich für deine Werke. Wie kam es dazu? Das sind einfach Sammler, die dort Wohnplätze haben oder Galerien haben oder Leute kennen, die Galerien haben oder irgendwie und es geht dann rund um die Welt irgendwie so. Wir möchten natürlich auch die Zeit nutzen, um dich persönlich etwas näher kennenzulernen. Du bist gebürtiger Jugendburg, aber lebst derzeit im Burgenland. Was hat dich dorthin geführt? Ins Burgenland führt einen nur die Liebe oder der Wein. In dem Fall war es die Liebe und habe dann auch als Bildhauer die Gegend und die Milde der Gegend und das Klima schätzen gelernt und deswegen bin ich auch dort geblieben. Heute treffen wir dich aber dennoch in Jugendburg an. Hast du damit gerechnet, dass du irgendwann in deinem Geburtsort eine Ausstellung eröffnen wirst? Nein, das war mir völlig einerlei eigentlich, ist egal. Aber ich habe vor 10 oder 12 Jahren in Gabelhofen eine große Ausstellung gehabt, das ist ja auch eigentlich Jugendburg. Also insofern ist das nichts Neues. Das ist was Neues, was einfach wirklich meine persönliche Geschichte betrifft, die ich da verarbeitet habe. Du hast ja vor deiner Bildhauerkarriere Volkswirtschaft studiert, aber ab wann hat sich dann der Wunsch, freischaffender Bildhauer zu werden, verfestigt? Na, das war schon während dem Studium, nur konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich damit irgendwie überleben konnte oder dass ich die Chance habe, damit überhaupt Geld zu verdienen. Und wie hast du dann dieses Handwerk erlernt? Na, das war autodidaktisch und einfach, ich habe das einfach können. Ja. Manche können sich zum Klavier setzen und merken sehr Note. Das ist für mich nicht vorstellbar.
oder nicht nachvollziehbar. Und ich kann halt alles, was ich sehe, kann ich modellieren oder in dreidimensionaler Weise darstellen. Das ist halt mein Talent irgendwie. Die Ausstellung hier in Jugendburg hat zwar erst begonnen, aber hast du vielleicht schon neue Ideen für weitere Projekte? Naja, da gibt es ganz viele Projekte und ganz viele Ideen. Es geht nur immer darum, wie viel Zeit habe ich und was kann ich verwirklichen. Und es gibt im Ausland viele Dinge zu machen und also wirklich sehr viel. Und ich muss nicht mehr abwägen, wie ich mit meiner Zeit zusammenkomme. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Interviews angelangt und ich würde dich nun bitten, unseren Kanal Fragebogen zu vervollständigen. Ein guter Tag beginnt für mich mit einem guten Kaffee. Ich würde gerne einen Kaffee trinken mit Tom Waits. Ein Leben ohne Kunst wäre für mich das ist unvorstellbar. Für die Zukunft wünsche ich mir Friede. Und dass die Menschen einfach draufkommen, dass sie völlig unwichtig sind. Vielen Dank, lieber Paul, für das nette Interview. Ich wünsche dir auch viel Gutes für die Zukunft. Danke. Danke, sehr lieb.